Hallo liebe Motu-Fans, heute mal wieder ein Lebenszeichen von mir, vom Exilfranken, dem nicht so aktiven Mitglied des Sabbelsaurus. Aber ich will auch heute mal ein Unboxing für euch machen. Ich habe da was ganz Besonderes bestellt. Das habe ich auf Facebook entdeckt. Ich entschuldige jetzt schon mal den Ton und vielleicht auch das Bild, das ist nur eine einfache Actioncam, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich schwenke dann auch gleich mal weg von dem Gesicht und zeige euch die Sachen lieber aus aller Nähe. Und das ist es schon. Ein großer brauner Umschlag. Ich habe einen Aufruf gesehen von der Rebecca Taylor, der Frau von Mark Taylor, der Designer von He-Man, dass sie Skizzenbücher verkauft. Aufgetrennt habe ich schon, aber reingeschaut habe ich noch nicht. Ich öffne jetzt mal den Umschlag, schaut mal hin. Ja, und das ist dieses Skizzenbuch, also es deklariert mit Skizzenbuch 1 oder Sketches 1 von Mark Taylor. Die Vorderseite ist hier das Red Beast, der ursprüngliche Entwurf von Beastman. Und auf der Rückseite, da seht ihr ihn, der Meister der Giganten, für mich, mit ein paar kurzen Worten. Das Ganze ist verpackt, also war sehr gut verpackt, schon mal in dem stabilen Umschlag. Und ist selbst verpackt in dieser Glassichthülle aus Kunststoff. Ich versuche es jetzt mal mit einer Hand. Ja, es lässt sich öffnen. So, schauen wir uns alle Seiten mal einzeln genau an. Wie gesagt, das Deckblatt mit dem Red Beast. Oben die Unterschrift von Mark Taylor. Haben wir den ersten Kunstdruck, der ursprüngliche Entwurf von Skeletor, mehr mumienartig, böse Inkarnation. Hier ein Entwurf von Teela. Warrior Teela. Als nächstes einen alternativen Entwurf von Castle Grayskull. Würde ich mir so auch ins Regal stellen. Ohne mit den Wimpern zu zucken. Eigentlich für mich auch ein Red Beast. Aber die namentliche Bezeichnung ist hier Ulysses Prime. Ein Grizzly mit Kampfhandschuhen. Als nächstes Sereno Man. Mir ist nicht bekannt, ob auch hier Mattel recyceln wollte, denn auch in der Big Jim-Reihe gab es ein Nozarus, ein Nashorn. Das hatte ich unter anderem auch. Dieser Entwurf wurde leider nicht umgesetzt. Der Entwurf ist mir ganz neu, den habe ich noch nie gesehen, auch in anderen Publikationen noch nicht. The Eternal Hero. Ein Schild erinnert etwas an das Schild von Castle Grayskull. Die Kampfaxt etwas an die ersten Entwürfe von He-Man. Mehr barbarischer könnte aus einem Conan Comic sein. Hier was ganz Außergewöhnliches. The Segway, The Segway. Mit Deadshot-Beinen. Schon mal einen Wurf dazu gesehen, einen weiteren. Ich vermute, der Kopf konnte sich drehen und hatte dann ein anderes Gesicht. Diese Zeichnung ist betitelt mit Paladin. Ein entfernter Verwandter von Man at Arms. So schaut er aus. Ein bisschen die ursprünglichen Entwürfe auch mit dem Fell am Rücken. Hier dann
geplante Beilage zu Castle Grayskull aus Karton. War beim ursprünglichen Castle Grayskull-Prototypen dabei. Zeigt die Umgebung von Grayskull, die Kerker und die Monster ringsumher. Ein alter Bekannter. Merman. Hier dann ins Kampftiger The Warcat, oder besser genannt, bekannt unter dem Namen Battlecat. Das recycelte Bande von Tarzan oder Tiger von Big Jim. Eine Übersicht zu allen Stickern und Kartonbeilagen von Castle Grayskull. Und schon sind wir am Ende angelangt. So, das war schon mein kleines Unboxing. Der Gratelka Brauner war ja so lieb und hat den Vertrieb oder das Verschicken innerhalb von Deutschland übernommen. So mussten wir deutschen Fans kein überhöhtes Porto zahlen, kamen trotzdem in den Genuss der Unterschrift. Ich habe ihn kurz kontaktiert. Die Auflage für Deutschland ist jetzt schon verkauft. Vielleicht gibt es eine erneute zu einem späteren Zeitpunkt. Bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.